Damit auch mal hier mal ein Sieg herkommt. Also noch eine Niederlage, Freunde, kann ich mir nicht antun. So, wo ist jetzt unser Scheiß... Alter, jetzt holt der... Snackt der sich hier beide? Alter, wo ist mein Priester? Schnell, geh da oben hin. Schnell, sicher dir wenigstens die, Alter. Jetzt hat der rote Bastard sich tatsächlich nicht die beiden geholt. Oh, holt sie sich... Wobei... Ja, sein Priester könnte durch die Wölfe sterben. So, wichtig ist, dass wir jetzt wenigstens da die oben bekommen. Lol, was ist hier los? Da kam kurz der Ritter, aber ihr habt gesehen, wie schnell der niedergemetzelt worden ist. Wieder ein paar Felder hier in die Warteschleife tun. Dann geht's mal mit dem Entwickeln hier los. So, das läuft alle hier, Freunde. Das läuft. Hier haben wir auch nichts mehr zu entwickeln. Marktplatz, genau. Marktkarren wäre nicht schlecht. Wo ist unser weitester Verbündeter? Das ist der hier. Wobei, theoretisch ist egal. Weil wenn die näher dran sind, dann können die in selbstverständlich auch öfter fahren. Also gleicht sich das eigentlich aus. So, wir werden mal zwei Marktkarren machen. Jetzt haben wir die Schwertkämpfer entwickelt. Jetzt können wir direkt weiterentwickeln. Jawohl, die Reliquie kriegen wir wenigstens. So. Die bringen wir jetzt hier rein. Ja, sieht es ganz gut aus momentan. Bis jetzt. Wie sieht das hier aus? Die, ja, die haben auch schon ein paar Männer, aber ich würde doch meine Armee momentan wenigstens noch als Größe einschätzen. Bis auf die vom Roten. Alter, der rastet ja schon richtig aus. Ne? Der hat ja schon richtig viel am Start. Der Türkise rastet auch richtig aus, der Byzantiner. Guckt euch das an, Freunde. Der rastet auch richtig aus. Er eskaliert richtig. Alter, 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 Alter. Gott sei Dank ist er unser Verbündeter. Freunde, zieht euch da mal rein, was der schon alle hat hier, ey. Wir mit unser paar Mannequin. So, hier haben wir jetzt alles durchentwickelt erstmal. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Wichtig ist erstmal Armee. So. Das läuft. Hier werden noch die Pikenier entwickelt. Tatsache. Ich wollte gerade gucken, haben wir einen, der nicht arbeiten will? Hier so ein Arbeitsverweigerer, der von Hartz IV lebt. Tatsache haben wir erstmal direkt an die Arbeit schicken. So, wo ist unser Mönch? Nicht, dass er irgendwie unterwegs hier drauf gegangen ist. Da will ich ja richtig rasten. Da rast ich ja richtig aus in jetzt. Ah ne, da ist er. Gott sei Dank. So, ja, hier ist erstmal komplett alles aus entwickelt. Wir müssen jetzt theoretisch gleich erstmal weiterentwickeln. Das Imperialzeit ist 1000 Nahrung. Das ist ein bisschen mehr Nahrung, als wir haben. WTF, die greift schon alle an. Nur mal kurz durchlehnen. 1000 Nahrung, 800 Gold. Wir brauchen eh noch eine Waffenschmiede oder eine Universität. Wir werden die Universität bauen. Wobei die Waffenschmiede... Ja doch, bauen wir mal eine Waffenschmiede. Erstmal gucken, können wir überhaupt was in der Waffenschmiede entwickeln? Nicht, dass wir bauen und es bringt gar nichts. Okay, wir können keinen Onager bauen, keinen schweren Skorpion. Der normale Onager reicht aber vollkommen aus. Wieder hier oben an unserem Militärstützpunkt. Ein paar Felder mal wieder in die Warteschleife reinballern. Das ballern wir rein. Da können wir nichts entwickeln. Da können wir jetzt auch noch erstmal nichts entwickeln. Wir müssen warten. So, wo ist unser Mönch? Haben wir... Da unten wäre noch eine. Es ist wegen dem zweiten Wolf da. Startet der noch irgendwie Versuch? Nee. Also wir könnten uns hier eigentlich sneaky besorgen. Machen das mal so. Und schicken die Ritter da noch hin, um die Wölfe vorher zu killen. Weil die Ritter sind nämlich schneller da als der Mönch. Ah, Freunde, das sind hier... Ja, das machen wir auch noch. Das sind hier Trickster. Da bin ich selber baff. So, ja. Nahrung, Freunde. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Das kriegen wir gerade wieder nicht geschissen. Aber bevor wir jetzt das Feld machen, sehe ich gerade... Es klappt ja auch noch nicht so ganz mit den Häusern. So, er greift an. Natürlich erstmal auf den Schwächsten hier, auf diese
Lilanen Türken, die kriegen es ja überhaupt nicht geschissen. Ihr seht, wie klein die immer noch sind. Wenn man das mal hier mit denen hier vergleicht oder mit denen hier. Den werden sie jetzt, denke ich mal, relativ schnell auslöschen. Das Problem an Nahkampfeinheiten sind immer die Gebäude, weil die kriegen nicht so schnell so einen Turm kaputt, also eine Burg kaputt. Es sei denn, man spielt die Perser. Mit ihren Elite-Kriegselefanten rasten die da selbstverständlich. Bist du dumm, Junge? Du sollst erstmal das hier aufbauen, bevor das Feld anfängt, so Kackspaß. Ich brauche was zu essen. Das müsste ja auch gleich, da sind unsere Ritter und unser Mönch, der ist es hier. Ja, ich hoffe ja mal, dass wir die Reliquie auch bekommen, aber wenigstens zwei. Ja gut, zwei besser als nichts. Ich hatte eigentlich vor, richtig zu ballern. Okay, die fühlen eben hier schon richtig auf den Zahn, dann werden wir da mal mitmachen. Können wir schon einen Tribok bauen? Nein, erst in der Imperialzeit. Oder können wir überhaupt einen Tribok bauen? Tatsache, gut. Also früher, wobei, wir können ja diese Petardia bauen. Die ballern dann richtig rein. Freunde, früher habe ich immer gespielt, also wenn ich privat spiele, spiele ich das auch heute immer noch, dass man alle Technologien hat. Ihr könnt... Ach ja, ja, ist klar. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das auch was für euch wäre, dass man dann alle Technologien freigeschaltet hat. Ist ein bisschen langweilig, aber gilt, finde ich, trotzdem ganz gut. Klar, so, wir werden mal hier mal ein bisschen mit dem Briten handeln, weil der hat auch ganz schön hier am Start, der Typ. Beziehungsweise, der ist ganz schön am Start. Großer Fisch Marlin. Ist Marlin Fisch, kenne ich nicht. So, ist überhaupt schon wer in der Imperialzeit? Glaub nicht. Ritterzeit. Ja, die gammeln alle noch in der Ritterzeit. Ja, wobei die hier noch nicht. Die sind schon, glaube ich. Imperial. Ah, Freunde, ich lasse es erstmal. Erstmal hier noch weiterentwickeln. So, die greifen natürlich selbstverständlich hier sofort an. Wir werden jetzt auch noch ein, zwei Einheiten machen. Und dann werden wir den Leuten auch mal richtig auf den Zahn fühlen, da den Türken, da den Lilanen. So, wir brauchen noch, haben wir noch ein paar Felder in der Warteschleife. Aber, Freunde, das Game läuft jetzt flüssiger, ne, als ich das eine da ausgeschaltet habe. Jawohl, die Reliquie bekommen wir. Gott sei Dank, Alter. So, dann wollen wir dem auch mal auf den Zahn fühlen, den Jungen. Wobei, die eskalieren ja jetzt schon, ey. Wo ist passive Haltung? So. Weil ich hasse das, wenn die nämlich unterwegs hier alles und jeden meinen, sie müssten die angreifen. Oh, da sind die Ritter auch am Start. Die können wir direkt mitnehmen. Da können die direkt dahin joggen. Jawohl, Freunde, haben wir die Reliquie auch gesichert. Schon mal, boah, irgendwie habe ich seit neuerem Schmerzen im Handgelenk. Ich weiß nicht, woher es kommt. Übrigens, wer mein Facebook-Post, beziehungsweise wer mir bei Facebook folgt, Link übrigens in der Beschreibung, wird gesehen haben, ich habe mir jetzt wieder im Fitnessstudio angemeldet. Beziehungsweise, was heißt wieder, ich habe mich halt im Fitnessstudio angemeldet. Stein brauchen wir eigentlich. Eigentlich ist Gold wichtiger. Einfach aus dem Grund, ja, Freunde, mal ein bisschen was wieder für die Gesundheit machen, ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Upsala, dann sieht man natürlich selbstverständlich auch sofort ein bisschen besser aus. Boah, da oben eskalieren die. Das meinte ich, Freunde, hier. Die spielen richtig gerne mit Kriegsschiffen und eskalieren dann auch richtig hier. Der fühlt den da ganz schön auf den Zahn. Unsere Armee ist leider noch unterwegs. Weil den würden wir auslöschen. Wo ist denn überhaupt hier der? Ist der schon tot? Yo! Der ist schon tot, Alter. Jetzt, ah, jetzt eskalieren die bei dem Gelben hier richtig, ey. Aber Freunde, der Rote, der ist aber auch krass, ne? Guckt euch das mal alle an. Alter, und wir spielen hier nur auf Mittel, ne? Wo ist denn der Rest, Alter? Wollte gerade sagen, wir sind noch nicht alle. So, wir werden jetzt mal zur... Ja doch, jetzt entwickeln wir mal. Zur Imperialzeit, damit wir den ganzen anderen Rotz jetzt so entwickeln können. Die werden vom Pipin der Kurz angegriffen. Wo? Alter, Alter!
Alter, wir stinken ja wieder richtig derbe ab hier. Ja, mal direkt nachlegen hier. Kann so nicht weitergehen.